Okay, Aufnahme habe ich gestartet. Jetzt ist hoffentlich der Mikrofonton auch ein bisschen besser. Man müsste uns besser verstehen jetzt, weil mit dem Treiber, das hat eine Weile gedauert jetzt. Kamera ist auch an, wir sind beide verhüllt. Batman. Und jetzt starten wir. Ich habe also hier, ich mache es nochmal, damit man es auch beobachten kann. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Warum ist denn da unten die... Ich möchte die Anzeige nicht mehr da unten. Geh weg. So. Mehrspieler. Es kommt das... Ach so. Hier hat also jemand geschrieben offenbar. Adrian. Kann man schon beitreten? Sekunde, Sekunde. Das habe ich mir verschrieben. Sekunde, Sekunde. Geht schon los hier, dass die Leute verrückt werden. Okay, jetzt also hosten und spielen. Wir spielen. Ich habe natürlich nicht erwähnt bei Twitter und in der YouTube-Gruppe, dass ich erwarte, dass sie alle mit einem Anfängercharakter kommen. Jetzt wird er bestimmt gleich mit einem ultra starken Charakter kommen. Aber wir schauen einfach mal. Steam-Mehrspieler ist aktiviert. Zugelassene Nutzer sind Freunde. Und Freunde von Freunde dürfen auch mitspielen. So. Passwort gibt's keins und dann gucken wir mal. Passwort, Passwort. Passwort ist Passwort. Wieso kann pass auf, nee. Lass mal lieber die Brille auf. Du kannst aber, wenn du nachher möchtest, können wir auch eine richtige Sonnenbrille für dich suchen. Wir wollen ja nicht erkannt werden können. Das ist ja richtig. Wir können ja eine richtige Sonnenbrille nachher für dich suchen. Irgendwo muss eine sein. Von Lightning McQueen zum Beispiel. So, da bin ich also. Guck mal, hier steht sogar, willkommen bei Quitch Immunity. Was ist denn jetzt hier los? Da läuft aber langsam. Du läufst auch langsam. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was passiert hier gerade? Jetzt geht's. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Der läuft fast total im Zeitlupenmodus. Woran liegt das? Ach so, habe ich das im Hintergrund fertig deinstalliert? Das ist jetzt hoffentlich weg. Das müsste fertig sein. So, aber was ist denn das für ein Zeitlupending jetzt hier? Wo kommt das her? Einstellungen. Warum kann man hier was verstellen? Wir haben also Full HD, Vollbild. Parallaxe. Was ist denn das? Überspringen von Frames. Das ist wahrscheinlich schon eh an. Beleuchtung. Multicore-Beleuchtung. Qualität automatisch. Hintergrund ist an. Blut und Gedärme. Mhm. Soundeffekt. Cursor-Steuerung. Freunde einladen. Ach so, was ist das? Okay. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Also was das auch immer gerade war, keine Ahnung. Wir haben also hier schon ein kleines Häuschen, wo aber noch nichts passiert ist, ja. Geh mal runter gucken. Da lag doch noch letztens Platin oder was das war. Mal gucken. Wir sind ja letztens, haben uns hier ein bisschen eingegraben gehabt. Das Spiel, also jetzt das normale Vanilla Terraria, wurde sich bei Steam auch, bei Twitter auch so gewünscht. Wir machen das gleich mit Steuerung, das umschalten, genau. Aber ich mach's lieber so. Dass wir also ganz normal das normale Spiel, damit jeder auch dazukommen kann, weil mit Mods, das ist immer ein bisschen schwieriger. Also das ist generell in Summe überhaupt nicht so einfach, aber wir kriegen das hin. Hä? Jetzt so. Ich kam jetzt ein Stück runter, ne? Wir haben ja noch ganze 10 von diesen Dingern, das ist dann toll. Dann machen wir das nochmal so, Klappe. Oh, ich weiß aber nicht. Wird schon so ungefähr sein hier. Hopp. Ja, hopp. Na, können wir noch. Ein Stück können wir noch. Ja, zwei Beine. Mal gucken, ob jemand dazukommt. Oder ob es nicht klappt. Wir brauchen dann auch irgendwann natürlich so einen Spiegel. Ist klar. Und wir müssen natürlich für Licht sorgen, sonst ist es ganz schön finster. Hopp. Na, das wird gerade so gehen, wa? Oh, nee, natürlich gibt's. Nicht? Ich freue mich schon auf den Spiegel. Oder auf Seile. Haben wir hier auch so viel Seil eigentlich? Nee, ne? Hier haben wir kein Seil. Na, guck mal einfach mal, was es hier so gibt. Haben wir Licht?
Hatten wir das ins Licht gemacht? Weißt du, wie Licht machen geht? Wir brauchen für Licht Schleim und Holz. Haben wir alles nicht. Doch hier, Fackeln. Da haben wir doch eine Fackel. Zack. Die wird gleich abfallen. Pass auf. Hier kommt niemand. Warum kommt hier keiner? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Beim Initiieren des Spiels? Oder legt er vielleicht gerade noch seinen Charakter an? Weiß ich nicht. Guckst du nebenbei Barbie, wa? Weil du nicht mitspielen kannst. Aber wir können da noch mal ein bisschen üben. Vielleicht kannst du ja dann mal ein bisschen üben, dass du das Spiel auch spielen kannst. Am Laptop? Ja. Na, wir werden auch auf dem Telefon immer noch durchspielen. Wir können natürlich aber mal gucken. Ja, ich weiß. Wir können natürlich mal gucken, ob wir irgendwas anderes auf dem Tablet noch. Können nur ein bisschen Ruhe online spielen. Ach, gar nicht wahr. Doch, ich bin 34. Geht ja gar nicht. Doch, das wirst du sehen. Guck mal, hier gibt's Eisen. Ich baue erstmal Eisen ab jetzt hier. Das ist ganz wichtig. Eisenrüstung bestimmt bauen. Auf jeden Fall können wir den Anfang machen schon mal. Von der Eisenrüstung. Guck mal hier. Haben wir einen Ofen schon oben stehen eigentlich? Und warum kommt jetzt hier... Warum kommt jetzt... Warum kommt jetzt gerade der Buff vom Lagerfeuer? Ich bin doch nicht in der Nähe des Lagerfeuers. Oder habe ich was übersehen hier? Gibt's hier irgendwo ein Lagerfeuer vielleicht? So, Eisen haben wir erstmal. Top, die Wette gilt. Sagen wir erstmal Eisen sammeln. Jetzt gehen wir hier weiter in die Richtung. Hell ist es ja auch. Vielleicht haben wir ja doch irgendwo Eisen. Lagerfeuer. Also doch irgendeine Höhle oder so. Ja, du bringst mich ganz durcheinander, weil, warum? Weil du so hektisch atmest, du machst mich und dann bringst du mich total durcheinander, weil ich da denke, du schnappst hier gleich ab. Da habe ich ein bisschen Sorge um dich und dann weißt du ja, wie es ist. Du klingst überanstrengend, also ja, ist anstrengend für dich. Die steht hier nicht, doch die steht hier gut, sie ist aus Bettnern. Man könnte denken, du bist es. Doof. Dann müssen wir irgendwann das von der Nase. Müssen wir gucken, ob wir eine andere Brille finden. Aber so ganz. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle. So ganz ohne geht's dann doch nicht. Ich möchte nicht, dass dich jemand hier aus dem Kindergarten erkennt, weißt du? Dann musst du nämlich im Kindergarten das ganze Geld. Also musst du ausgeben, Kuchen ausgeben und so, wenn dich jemand erkennt. So, wir haben jetzt noch zwei. Und das war's. Jetzt gucken wir mal rein, ob wir noch was machen können davon. Cool. So, können wir. Was hab ich jetzt gemacht? Hab ich es eben weggeschmissen? Oh, hier oben habe ich ihn hingebaut. Hier ist eine Höhle. Was soll diese Höhle. Achso. Ich habe das ja auch von der Escape fast weggelegt. Was diese Höhle wohl. Papi, bau das da oben doch ab. Bin schon dabei, warte. So schon mal nicht. Das können wir wieder abbauen, die Holzklappe. Komme ich dir jetzt nicht ran, so. Na, dann lassen wir sie da oben. Lassen wir sie einfach da. Ich gehe jetzt mal hier lang und grab mich hier ein bisschen schräger rein. Guck mal, was hier los ist. Guck mal, da unten hört auf. Und da hat ein Eichhörnchen gefangen. Da war gerade ein Wurm, aber kein Trüffelwurm. Du willst doch nicht jetzt etwa schon gegen Fischbrand kämpfen. Nee. Da hast du recht, das habe ich nicht vor. Das hast du nicht vor, da bist du zu Schock, ein Schlag und dann bist du tot. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier unten sowieso Gegner sind, die nur einen Schlag brauchen, dann sind wir tot. Wir haben ja gar nichts, außer eine Holzrüstung und ein Holzschwert. Das ist ja nichts eigentlich. Und da drüben ist auch eine Höhle. Ach, da sind wir hergekommen. Ach, na schau mal an. Ich bin gerade im Dunkeln, oder? Ja, da drüben waren wir ja schon. Sind wir direkt an der Höhle hier vorbei gegraben. Machen wir einfach hier uns den Weg erstmal wieder hin, dass wir hier auf jeden Fall rauskommen nachher. Ja, da unten ist noch eine Höhle. Ja, warte mal.
Ja, wir werden mal gucken, ne? Ist doch bestimmt noch irgendwas. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Guck mal, da ist ein Eichhörnchen. Das ist, ja, was das hier wohl will. Noch ein. Ah, ich wollte das eigentlich nicht platt machen, ich wollte eigentlich den Schleimi platt machen. Papier. Das war keine Absicht. Nee, ich wollte es nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Ich wollte eigentlich da nach oben laufen und hier hänge ich an diesem blöden Ding da oben fest. Und das hat zur falschen Zeit am falschen Ort gestanden. Das arme Eichhörnchen. Dieser blöde Dingsbums hier, der hat gestört. Sonst hätte ich den Schleimi nämlich platt gemacht und nicht das arme Eichhörnchen. Dafür müssen wir jetzt. Dafür müssen wir jetzt natürlich anderen Eichhörnchen helfen. Komm, wir gehen mal in die andere Richtung, da runter. Das machen wir mal. Gucken wir mal, hier ist erstmal nichts. Hier ist Stein, hier ist Wasser. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da hier müssen wir um dem Wasser durch, hier. Da oben ist auf jeden Fall Wasser. Wenn das jetzt hier reinfließt, dann geht unsere Fackel kaputt. Ja, das könnte auch passieren. Das stimmt wohl. Leider sehen wir hier gar nichts. Der blinkt doch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die im Handy, bei der Handyversion, da blinken die ganzen Erze. Aber hier sehe ich nichts. Völlige Ahnungslosigkeit hier. Und wir haben auch keinen Spiegel. Den brauchen wir definitiv brauchen wir noch einen Spiegel. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier los ist. Nichts. Adrian wollte teilnehmen, kommt aber nicht. Oh nein! Was denn? Ich komme nicht da oben hin. So, aber. Jetzt kann auch der Schleimi hochhüpfen. Na gut. So, jetzt gehen wir hoch. Gucken wir mal, ob hier irgendjemand reinfindet in das Spiel. Vielleicht ist ja doch schon jemand da, sehe ich denn das nicht? Aber hier in dem Haus, warum zieht in dem Haus hier keiner ein? Ich versteh's nicht. Was ist hier? Quitsche wurde in zwei Teile von Dämonenauge zerrissen. Machen wir bearbeiten. Schreiben wir mal hin. Pass auf, was schreiben wir da hin? Nee. Wir machen das jetzt. Wir schreiben hier hin. Abonnier mich. Du Sau. So. Hier, guck mal, wenn ich jetzt von Grabstein laufe, steht hier da, abonnier mich. Der abonnier mich Stein ist das. Jetzt, guck mal, hier ist es natürlich jetzt dunkel. Wir machen es mal ein bisschen Licht hier. Ja, du weißt ja, bei nachts sind alle Katzen grau. Hopp. Katzen grau? Ja, bei nachts sind alle Katzen grau, sagt man. Ich kann dir auch erklären, woran das liegt. Und zwar ist es einfach so, das menschliche Auge ist bei Nacht nur auf blaues Licht sehr empfindlich, alles andere sieht eher grau aus. Blaue Farbe jedoch wird noch gut erkannt, alles andere ist ein Mischmasch.